Liebe Zuschauer, in die Linzer Sporthalle lädt sie nun Karl Moik ein, der mit Ihnen dort seinen Silvesterstadl feiern will. Die musikalische Palette wird diesmal auch Evergreens und Schlager enthalten. Knapp vor Mitternacht werden aber 200 Musikanten aus 4 Kapellen das alte Jahr ausblasen. Herzlich willkommen also nun beim Silvesterstadl. Küsst die Hände, meine Damen, habe die Ehren, meine Herren. Es ist schön, dass Sie heute Abend hier im Stadl mich beehren. Bei Musik und frohen Weisen, bei Tanz im hellen Schein, beim Madern zum Verlieben und beim Gas und beim Oh, hallo Freunde, ich sag Servus und Willkommen. Euch in Linz hier, euch zu Hause in Eppes 2. Ich lade ein zu einem noch recht feschen Stadl. Zu einem super Musikanten stell dich ein. Heut Abend gibt's für Sie als meine Gäste. In jeder Hinsicht, ich sag's ehrlich, nur das Beste. Drum, liebe Freunde, nochmals Servus und Willkommen. Euch in Linz hier, euch zu Hause in Eppes 2. Sie als meine Gäste in jeder Hinsicht, ich sag's ehrlich, nur das Beste. Drum, liebe Freunde, nochmals Servus und Willkommen. Euch in Linz hier, euch zu Hause in Eppes 2. Ho, yeah. Ja, ja. So, Freunde, jetzt mal mein Mikrofon bitte. Damit wir uns gleich mal richtig auskennen, das war kein Applaus für Silvester, für diese Dirndln. Jetzt möchte ich was hören. So, Kerzen sehen, jawohl. Ich sage euch dabei mal Danke. Wir sehen uns ja dann noch einmal und dann verrate ich, woher die Mädchen kommen. Sollen jetzt entfleucht, bitte. Nein, nein, ich nicht. Ich bleib da. Liebe Zuschauer zu Hause, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind. Im Silvesterstadl. Ja, heute werden Sie es lang aushalten müssen. 2 Stunden und 40 Minuten sind wir beieinander. Also nach Mitternacht geht's nur weiter. Heute bei der Probe, wie ich gesagt habe, 2 Stunden 40 Minuten ist klatscht man, aber da geht ja nichts weiter. Da geht nichts weiter. Das ist unwahrscheinlich.
Also ich sehe schon, wir müssen das Klatschen ein bisschen üben noch. Und ich habe einen Gast entdeckt. Ich meine, den muss ich ganz einfach begrüßen, denn heute gibt's dann am Bürgermeistertisch gibt's heute mal was anderes. Aber der neue Bürgermeister von Linz ist natürlich heute auch bei uns zu Gast. Und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich, Herr Professor Schanowski, Bürgermeister von Linz. Ihr Applaus. Viel Erfolg heute Abend. Das können wir brauchen. Naja, jetzt muss man gleich mal sagen, ich glaube, jetzt wird es Zeit, nicht nur unsere Freunde, unsere Stadelfreunde in Österreich zu begrüßen, sondern auch unsere Nachbarn in der Schweiz, in Liechtenstein, in Südtirol, in Jugoslawien, in Ungarn, in der Tschechoslowakei und unsere Freunde in der Bundesrepublik Deutschland und überall, wo Sie uns zuschauen. Herzliche Grüße aus der Sporthalle in Linz. Ich habe ja schon gesagt, heute dauert es einmal 2 Stunden und 40 Minuten und da muss man sich natürlich dementsprechend vorbereiten. Meine Leber ist gesäubert, es passt alles, aber ich bin zum ersten, jetzt lacht der Kameramann, der Peter lacht jetzt, weil ich von der Leber geredet habe, das ist gemein. Aber ich bin heute zum ersten Mal zu einer Sendung nicht mit dem Auto gefahren, sondern mit dem Zug. Ich muss Ihnen sagen, das war ein Genuss mit der österreichischen Bauern, aber Bundesbahn, es war richtig fantastisch. Mein Gott, seid ihr kindisch. Nein, ich muss sagen, mit der österreichischen Bundesbahn, es war einfach ein Genuss. Ich bin da in so einem wunderschönen Abteil drin gesessen und 3 Damen waren noch drinnen, 3 reifere, ja. Na, wir sind so mit dem Zug gefahren, wissen Sie, so sind wir heute hingefahren. Na, und die 3 Damen haben mich natürlich ausgefragt. Alles, Herr Moik, das, Herr Moik, das. Na, und dann hat eine nur so eine Flasche Wein rausgeholt und wissen